Wir waren immer in Gefahr, dass auch was passiert. Und so war auch eines Tages sind drei Partisanen zum Haus gekommen, drei Bekannte von den Bauern und Verwandte, einer sogar verwandt, und haben sie Jausen gekriegt. Da sagt aber der Bauer, aber ich habe jetzt keine Wache aufgestellt. Und haben sie gemeint, wir gehen eh gleich. Und wirklich sind sie aufgestanden und sind sie hinausgegangen. Und im Vorhaus sind sie stehen geblieben und haben sie noch etwas geredet und sich unterhalten. Und die Kinder, so wie die Kinder, sind auch immer dabei, wenn jemand gekommen ist. Bin ich neben einem Partisanen gestanden. Und da kommt die Polizei oder die Gestapo oder wie man sie nennen kann, zu dem Haus, und die haben blind hineingeschossen, also blind. Das sind die zwei Partisanen, waren sofort tot. Einer war angeschossen, der mir noch, ich bin davon gerannt in die durch eine Tür, in die links eine in die Küche, und der Partisan wollte bei der Tier hinaus. Und den haben sie angeschossen. Bei mir sind aber ist die Kugel bei die Schürzen durchgegangen. Mich hat nichts erwischt. Und dann habe ich mich in die Küche versteckt, in ein Loch, wo unter dem Herd so ein Loch war. Und dort mal versteckt, dann ist der Gestapo oder der Polizist reingekommen und hat dann mir ein Gewehr mit dem Gewehr reingehalten in die Maschinengewehr, in diesen Loch. Und dann hat er aber doch reingeschaut und hat gesehen, dass das ein Kind ist, und hat dann mich rausgezogen. Aber ich habe da keine Angst mehr gehabt. Da war mir, ich glaube, keine Gefühle und nichts mehr. Das war, ich glaube, Schock oder was das war. Dann habe ich müssen über diese Partisanen drüber, über die Toten. Hat er mit rüber geführt, und einer war noch nicht tot. Der hat noch so gebeten, dass sie mir noch einmal schießen, und dann hat er so aufgeschaut. Die im Gott über den Kopf müssen drüber steigen. Und die Augen habe ich noch immer, so wie ich damals gesehen habe, genauso in Erinnerung. Und das wird wahrscheinlich bleiben. Und immer wenn ich diese blauen Augen sehe irgendwo, dann fällt mir der Mensch ein. Und das habe ich schon Probleme, das kann ich nicht vergessen. Und dann haben sie mich noch, dann haben sie mich zu den alten zwei Bauern geführt und zu einer anderen Cousine, wo sie drinnen, wollten sie sie, eine wollte sie einfach, wollte uns erschießen und das Haus abbrennen. Und da kam ein anderer eine und sagt, das dürfen wir nicht machen. Die müssen die Partisanen begraben, alles reinigen, und in 2 Stunden kommt Kontrolle, und da darf nichts mehr, kein Zeichen mehr sein, dass was passiert ist. Und das haben sie wirklich gemacht. Dann haben sie der Bauer hat die Partisanen begraben, und die Bäuerin hat das Blut aufwaschen, und es war sehr schlimm für sie, das aufzuwaschen, und dass sie so geweint, gekniet in diesem Blut und so geweint. Und wir zwei mit der Cousine, wir waren auch ganz fertig, aber die hat uns so, ja, sagt sie, bleibst im Haus und geht ja nicht hinaus und tut niemandem erzählen, was passiert ist, und wir haben ihm wirklich nichts erzählt. Weil wenn jemand gesagt hat, dass ihr dürft nichts erzählen, dann haben wir nichts erzählt. Das war so wie verschlüsselt. Überhaupt, die Partisanen haben mir so geschützt als Kinder. Das waren unsere Freunde, und die Deutschen waren unsere Feinde.